Die Reaktivierung von stillgelegten Bahnen. Ein zentrales und wichtiges Thema, um die ländlichen Regionen auch in Zukunft attraktiv zu halten, um vor allem der Klimawende und Verkehrswende gerecht zu werden. Das ist für uns Freie Wähler ein zentrales Thema. Deswegen haben wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern ein Konzept und Strategiepapier verfasst, damit wir die Grundlagen schaffen mit all ihren Bereichen und all ihren Segmenten, um mögliche Reaktivierungen, die umsetzbar sind, auch in die Wege leiten zu können. Heute im Plenum im Bayerischen Landtag haben wir wieder zwei hochgezogene Anträge von Bündnis 90 Die Grünen und von der FDP zu behandeln. Die FDP hat alles von uns abgeschrieben, Wort für Wort, keine neuen Ideen gebracht, keine neuen Innovationen gebracht. Bündnis 90 Die Grünen beziehen sich hier ausschließlich auf die Reaktivierungsmaßnahmen und Potenzialanalysen von Baden-Württemberg. Wir gehen unseren eigenen Weg. Ich meine, er ist zielführend. Wir alle setzen derzeit alles dran, damit wir die Voraussetzungen schaffen, hoffen hier auf Unterstützung, auch seitens des Staatsministeriums für Bahn, Wohnen und Verkehr und auch der BEG, dass sie das mitbegleiten. Die Fraktion der Freien Wähler steht dahinter. Ich schiebe an und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Danke.